Willkommen zu unserem Kursus Physikalische Chemie. Mein Name ist Dr. Laut. Wir werden eine Übungsaufgabe rechnen zum Thema kritischer Punkt. Was ist der kritische Punkt? Nun, wenn wir ein ideales Gas haben, dann haben wir keinen kritischen Punkt. Ein ideales Gas bewegt sich so, dass keinerlei Wechselwirkungen zwischen den Gasteilchen vorliegen und dass die Gasteilchen ein vernachlässigbar kleines Volumen haben. Anders ein reales Gas. Wenn wir die Temperatur immer mehr absenken, den Druck immer mehr ansteigen lassen, merken wir Abweichungen vom idealen Gasverhalten, die darauf zurückzuführen sind, dass sich die Gasteilchen gegenseitig anziehen. Und irgendwann, bei einer gewissen Temperatur, reicht diese Anziehungskraft zwischen den Gasteilchen aus, um das Gas zumindest teilweise zu kondensieren. Und die Temperatur, ab der diese Anziehungskräfte ausreichen, um die Teilchen teilweise zu kondensieren, zu einer flüssigen Phase werden zu lassen, das ist die kritische Temperatur. Im PVT-Diagramm sieht man den kritischen Punkt als Sattelpunkt der Isothermen und man kann diese Isotherme dann auch modellieren durch eine Gleichung, die deutlich komplizierter ist als die ideale Gasgleichung, nämlich die van der Waalsche Gleichung. Wir sehen es in der van der Waalschen Gleichung, der Druck korrigiert wird um einen Faktor, den wir Binnendruck nennen, und das Volumen um einen Faktor korrigiert wird, welches wir Kovolumen nennen. Diese beiden Faktoren, die sind einzuführen aufgrund der Anziehungskräfte zwischen den Teilchen und aufgrund der Eigenvolumina der Teilchen. Wir können nun für reale Gase auch Rechnungen durchführen mit der van der Waalschen Gleichung. Und zwar können wir testweise die Dichte von Kohlendioxid ausrechnen an seinem kritischen Punkt. Einmal mit der idealen Gasgleichung, was im Grunde keinen Sinn macht, denn ein Gas ist am kritischen Punkt alles andere als ideal, und einmal mit der van der Waalschen Gleichung. Wie können wir die Dichte eines Gases ausrechnen? Das ist nicht sehr schwierig. Dichte ist Masse durch Volumen. Masse kennen wir und Volumen können wir nach der Zustandsgleichung berechnen. Wir können auch einfach diese Gleichung m durch v mit der Stoffmenge n erweitern und haben dann die Gleichung Dichte ist Molmasse durch Molvolumen. Molmasse kennen wir, 44 für Kohlendioxid. Molvolumen kennen wir auch. Wenn sich das Gas ideal verhalten würde, hätte es ein Molvolumen von 24,8 Liter bei Standardbedingungen. Wir haben aber hier keine Standardbedingungen, wir haben hier die kritischen Bedingungen, die wie folgt aussehen für Kohlendioxid: 304 Kelvin, also etwa 35 Grad Celsius, und 74 Bar bedeutet 7.400.000 Pascal. Wir kommen zu einem Molvolumen von 0,3 Liter, also 300 Milliliter, nach der idealen Gasgleichung berechnet. Wenn das Gas sich ideal verhalten würde, könnten wir 1 Mol Kohlendioxid bei 35 Grad Celsius und 74 Bar auf 300 Milliliter komprimieren. Wir könnten daraus die Dichte ausrechnen und kämen auf eine Dichte von etwa 128 Gramm pro Liter. Tatsächlich wird eine deutlich größere Dichte gemessen, bedeutet ein deutlich kleineres Volumen gemessen am kritischen Punkt, einfach weil die Anziehungskräfte in der idealen Gasgleichung gar nicht berücksichtigt wurden. Nach van der Waals gilt, dass PV durch R mal T nicht 1 ist, sondern am kritischen Punkt genau 3 Achtel ist. Und das bedeutet, wir haben ein Molvolumen, was eben nur 3 Achtel den idealen Wert entspricht. Das sind
etwa 128 Milliliter. Und entsprechend kommen wir auf eine Dichte, die nur etwa einem, nicht mehr der Hälfte der idealen Dichte entspricht, nämlich, Entschuldigung, die deutlich mehr als das Doppelte der idealen Dichte entspricht, nämlich etwa 340 Gramm pro Milliliter. Man sieht an dieser Dichte, dass man ja hier in einem Gebiet ist, wo man wirklich nicht sagen kann, ist das ein Gas oder ist das eine Flüssigkeit? Ist es eben beides oder auch nichts von beiden? Wasser hat ja etwa 1000 Gramm pro Liter, Luft etwa 1 Gramm pro Liter und mit 300 Gramm pro Liter liegen wir hier irgendwo dazwischen.